Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Energiemarkt-Konkret-Webinar. Ich hoffe, Sie haben bereits gut gegessen oder haben eine köstliche Mahlzeit vor sich und sitzen, liegen oder stehen irgendwo bequem. Während den kommenden 75 Minuten werden wir in diesem virtuellen Raum die Thematik der steigenden Energiepreise diskutieren. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, dass das Webinar aufgenommen wird und im Anschluss den angemeldeten Zuschauern und Zuschauerinnen zur Verfügung gestellt wird. Als teilnehmende Person können Sie weder die Kamera noch das Mikrofon aktivieren. Diejenigen, die schon länger mit dabei sind, wissen vielleicht noch warum. Und Fragen können Sie jedoch jederzeit in den Chat stellen. Und ich werde diese, wenn es Verständnisfragen sind, direkt im Anschluss an das Referat stellen oder andernfalls am Schluss in die Diskussionsrunde einbringen. Nun, für das Jahr 2023 veröffentlichte Zahlen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ELCOM deuten auf eine Zunahme der Strompreise um durchschnittlich 27% bei einem typischen Haushalt hin. Lokal kann diese Zunahme jedoch wesentlich höher ausfallen. Seit nun etwas über einem Jahr ist die steigende Tendenz bei den Energiepreisen festzustellen, welche im Verlauf dieses Jahres nochmals stark zugenommen hat. Derartige Werte wären vor nicht allzu langer Zeit absurd gewesen. Heute ist in der jedoch etwas angespannten Energiebranche jedoch kaum jemand zutiefst schockiert. Wie genau es so weit kommen konnte, was die Hintergründe sind und wie die mögliche Weiterentwicklung des Energiemarkts aussehen könnte, sind Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen möchten. An dieser Stelle freut es mich bereits, den ersten Referenten begrüßen zu dürfen. Thomas Marti ist leitender Berater bei EVU Partners und nun seit über 15 Jahren in der Energiebranche tätig. Sein naturwissenschaftlicher Hintergrund und die Erfahrung in unterschiedlichen Firmen verleihen ihm einen guten Einblick in die aktuelle Lage der Schweizer Branche. Lieber Thomas, du darfst nun gerne die Steuerung übernehmen. Vielen Dank für die Einführung, Noah. Dann mache ich mal den Anfang mit der Situation in der Schweiz. Ich werde hier einen kurzen Überblick zu geben versuchen. Ich fange mal mit ein paar Zeitungsartikeln an, weil ja gerade so viel passiert in der Schweiz. Durch die hohen Energiepreise sehen wir die Auswirkungen an verschiedenen Orten. Ganz links, Noah hat es eingangs gesagt, dass die Preise in der Grundversorgung sind überall gestiegen. Es gab aber einzelne Gemeinden, bei denen er besonders stark gestiegen ist. Drei Beispiele sehen Sie hier. Hat natürlich damit zu tun, dass die Marktpreise gestiegen sind, die jetzt in die Grundversorgung durchschlagen und je nachdem, wie ein Energieversorgungsunternehmen beschafft hat, wenn es in der Vergangenheit nur kurzfristig beschafft hat, dann ist natürlich der Preiseffekt umso größer. Es sind aber auch die Kunden betroffen, die bereits am freien Markt sind. Das zeigt der mittlere Ausschnitt. Jeder Kunde, der jetzt einen neuen Stromliefervertrag abschließen muss, weil der alte ausgelaufen ist, der hat ein Problem. Der zahlt ein Mehrfaches von dem, was er vorbezahlt hat. Und das hat auch schon die politische Forderung laut werden lassen, dass man diese Kunden doch bitte wieder in die Grundversorgung zurücklassen soll, wo es etwas günstiger ist. Die Forderung kam vom Gewerbeverband. Markus Flatt wird am Schluss noch darauf eingehen. Und vorgestern wurde bekannt, dass nicht nur die Kunden betroffen sind, sondern auch die Energieversorgungsunternehmen selber, nämlich das größte Produktions- und Stromhandelsunternehmen in der Schweiz, der Axpo-Konzern, der eine Kredittranche über 4 Milliarden kurzfristig vom Bund abrufen musste, aus einem Rettungsschirm, den es eigentlich noch gar nicht gibt. Der Grund dafür liegt bei den Hedging-Geschäften, die der Konzern natürlich tätigen musste und die aufgrund der riesengroßen Preisvolatilität jetzt über die Margin Calls, die hier geschehen, diesen kurzfristigen Liquiditätsbedarf entstehen ließen. Das Ganze bringt das Thema Too Big to Fail, das wir schon in der Finanzkrise 2007, 2008 hatten, natürlich wieder aufs Tapet. Gleichzeitig verändert sich auch die energiepolitische Diskussion in der Schweiz, was die Stromproduktion angeht, auch ausgelöst durch die Situation. Links die
bereits wahrscheinlich wohlbekannte Diskussion über neue Kernkraftwerke. Die Schweiz hat 2017 beschlossen, langfristig aus der Kernkraft aussteigen zu wollen. Der Neubau von Kernkraftwerken ist in der Schweiz verboten. Die alten dürfen so lange laufen, wie sie sicher sind. Es werden jetzt Unterschriften gesammelt für eine Initiative, die dieses Neubauverbot kippen will. Und rechts, fast noch spektakulärer meiner Meinung nach, etwas, das bis vor kurzem noch eine unrealistische Vision war, scheint schon mittelfristig Realität werden zu können. Immerhin hat die Energiekommission des Ständerates da Gesetze auf den Weg gebracht, die großflächige Solarparks in den Walliser Alpen oder in den Schweizer Alpen allgemein ermöglichen sollen, und zwar schon relativ schnell, um das Winterproblem anzugehen. Das mal so ein bisschen eine Presseschau zum Anfang. Meine Agenda: Ich werde kurz auf die Preissituation in der Schweiz eingehen. Wirklich nur kurz, weil Frau Kunert das im nachfolgenden Referat im Detail europaweit diskutieren wird. Ich werde kurz die physikalische Situation in der Schweiz ansprechen, werde der Frage nachgehen, ob wir jetzt eigentlich eine Energiekrise haben oder nicht, und falls ja, welche Maßnahmen in der Schweiz geplant sind. Den Preisverlauf in der Schweiz sehen Sie hier. Das sind die Schweizer Terminpreise für Strom in Euro pro Megawattstunden. Wir sehen, dass das Preisniveau das lang um die 55 Euro für Base herum sich bewegt hat, kürzlich einmal die 1000 Euro pro Megawattstunden überschritten hat. Mittlerweile ist der Preis wieder auf etwa die Hälfte dieses Rekordwertes gesunken. Das zeigt auch, wie extrem volatil diese Preise sind. Die Ursachen nur ganz kurz: die sind bekannt, reduzierter Gasfluss aus Russland und reduzierte Verfügbarkeit thermischer Kraftwerke in Europa, insbesondere Kernkraftwerke in Frankreich, die zurzeit aufgrund von Kühlungsproblemen wegen trockenen Flüssen und aufgrund von Wartungs- bzw. technischen Problemen, Stichwort Schweißnähte, nur eingeschränkt verfügbar sind. Das Ganze löst dann diese Verwerfungen am Strommarkt aus. Beim Gas sieht es nicht viel besser aus. Die Kurven, die könnte man auch übereinander legen, die würden sich ziemlich stark gleichen. Zeigt natürlich auch, dass Gas letztlich das preissetzende Element ist für die Strompreise. Stichwort Merit Order, die ja zurzeit häufig diskutiert wird. Auch hier möchte ich nicht im Detail darauf eingehen, das wird nachher noch kommen. Wie gesagt, wir haben eine extreme Volatilität an den Energiemärkten. Wir haben auch eine stark reduzierte Liquidität. Das heißt, auch wenn ich bereit bin, den Marktpreis zu bezahlen, heißt das noch lange nicht, dass ich die gewünschte Energiemenge auch ohne weiteres bekomme. Davon können viele Energiebeschaffer im Moment ein Lied singen. Wie sieht es von der Physik her aus? Die Speicherstände sind immer ein Politikum in der Schweiz. Habe da mal die Daten herausgesucht. Wir sehen, dass sich die Speicherstände am unteren Rand der Norm bewegen. Das heißt, in den Vorjahren, seit 10 Jahren waren die Speicherstände um diese Jahreszeit noch nie so tief. Es sieht jetzt nicht so dramatisch aus, aber nichtsdestotrotz, auf Ende September sollten die Stauseen eigentlich voll sein, damit für den Winter genügend Energie zur Verfügung steht. Die Gründe hierfür sind auch klar. Wir hatten einen schneearmen Winter. Wir hatten einen extrem trockenen und sehr langen Sommer. Haben wir eigentlich immer noch. Wir hatten Hitze im Sommer. Der hätte über abschmelzende Gletscher sehr viel Wasser generieren können, hat er auch, aber das musste ja teilweise über die Mauer gelassen werden, hat sich nur teilweise gelohnt. Und was auch noch aufgefallen ist, ist, dass gegen Ende August die Spotpreise um 600 Euro pro Megawattstunde waren, also sehr hoch. Die haben natürlich auch einen Anreiz gesetzt, Wasser zu turbinieren, statt für später aufzusparen. Ob das tatsächlich so erfolgt ist, das weiß ich nicht. Da müsste man einen Spothändler fragen.
aber plausibel erscheint es. Von der Import-Export-Situation her sieht es so aus, dass sich diese leicht verschoben hat, vor allem quantitativ, qualitativ sieht es so aus, sah vor einer Woche so aus, sieht immer noch so aus auf dem linken Bild. Die Schweiz importiert aus Deutschland, exportiert nach Frankreich, exportiert nach Italien und importiert aus Österreich in dieser Stunde. Wenn wir schauen, wie es im Jahresdurchschnittsverlauf aussieht, dann sieht man, dass die Schweiz in diesem Jahr mehr Strom importiert als in den Vorjahren. Das mag an der höheren Nachfrage liegen, weil ja Covid offiziell vorbei ist. Es mag auch daran liegen, dass wir aufgrund der Trockenheit eine sehr viel tiefere Verfügbarkeit der Schweizer Wasserkraft hatten, insbesondere der Laufwasserkraftwerke. Auch strukturell gab es einzelne Anpassungen. Die Schweiz importiert relativ gesehen mehr aus Deutschland und exportiert mehr nach Frankreich. Das war in den Vorjahren anders. In Summe kann man sagen, es hat sich etwas verschoben, aber physikalisch sieht man jetzt noch nicht, dass wir eine Energiekrise haben. Es gibt noch Strom und es gibt auch noch Gas heute. Darum zur nächsten Frage. Ja, haben wir jetzt eine Energiekrise in der Schweiz? Das habe ich versucht hier darzustellen. Zuerst mal die Frage, ja, was ist überhaupt eine Energiekrise? Brauchbare Definitionen gibt es gar nicht so viele. Die am weitesten gefasste habe ich auf Wikipedia gefunden. Man verzeihe mir die Quelle hier. Die Aussage ist hier, dass es zwei Kriterien gibt für eine Energiekrise. Entweder werden die Energieträger physikalisch knapp, das heißt, es gibt zu wenig davon, oder die Energiepreise steigen weit über das allgemeine Inflationsniveau. Die zwei Kriterien hängen natürlich zusammen, das ist klar. Wenn wir das jetzt für die Schweiz anwenden, dann sehen wir, dass aktuell die Versorgung mit Strom und Gas noch gesichert ist, dass es aber sehr, sehr gut begründete Befürchtungen gibt, dass es im Winter knapp werden könnte. Und deswegen hat der Bund ja auch die ersten Maßnahmen bereits eingeleitet. Von daher sicher ein teilweise erfüllt für dieses Kriterium. Bei den Energiepreisen ist die Sache glasklar. Die sind massiv hoch, so hoch wie noch nie und extrem volatil und die Liquidität ist nicht mehr gegeben. Hier können wir ein klares Ja sagen. Also gemäß dieser Definition hätten wir eine Energiekrise in der Schweiz. Sicher zu 3/4, wenn nicht zu 100%. Was gibt es für Maßnahmen? Das Thema ist relativ schwierig, weil jeden Tag neue dazukommen. Von daher habe ich da mal versucht, eine Übersicht zu machen. Habe es aufgeteilt auf Stroh, auf links Gas, rechts Strom und auf Nachfrage- und angebotsseitige Maßnahmen. Übergreifend gibt es eine Kampagne des Bundesrates, zum Energie zu sparen. Das betrifft sowohl Gas als auch Strom. Der Bundesrat hat beim Gas ein freiwilliges Sparziel festgelegt, -15% in Abstimmung mit der EU, allerdings, wie gesagt, freiwillig, nicht verpflichtend. Und falls es knapp werden sollte, würden die Maßnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung, wie hier aufgelistet, mit aufsteigenden Eskalationsstufen in Kraft treten. Angebotsseitig hat die Branche versucht vorzusorgen, so gut das ging. In der Absenz von physischen Gasspeichern in der Schweiz, von großen physischen Gasspeichern in der Schweiz, hat man sich im Ausland Kapazitäten reserviert, hat auch zusätzliche Optionen auf zusätzliche Gasbeschaffungen abgeschlossen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob im effektiven Krisenfall, weil die Physik halt im Ausland stattfindet, sich diese Verträge auch umsetzen lassen und das Gas dann tatsächlich zur Verfügung steht. Stromseitig sieht es so aus, dass im Krisenfall die Organisation zur Stromversorgung in außerordentlichen Lagen, Ostral, aktiviert würde. Auch hier gibt es 4 Stufen, die von Sparappellen bis hin
zu Abschaltung von Netzgebieten, falls es tatsächlich nicht reichen sollte. Angebotsseitig wurde kürzlich eine Wasserspeicherreserve im Umfang von 500 Gigawattstunden aufgegleist und seit neuestem jetzt auch vom Bundesrat beschlossen. Die dürfte demnächst ausgeschrieben werden. Hier ist die Frage, ob sich die Speicherwasserkraftwerksbetreiber dann tatsächlich auch bereit sind, hier Angebote einzureichen, damit die 500 Gigawattstunden erreicht werden. Weil verpflichtend ist ja noch nichts. Zusätzlich sind Spitzenlastkraftwerke für den Betrieb mit fossilen Brennstoffen geplant, insbesondere mit Öl, weil es lagerfähig ist. Da konnte man vor einer guten Woche lesen, dass der Bund mittlerweile 250 Megawatt an Gasturbinenkapazität kontrahiert hat, von General Electric zu betreiben auf dem Firmengelände von General Electric in Bier im Kanton Aargau mit Öl. Mittelfristig ist auch der Bau von Gaskraftwerken angedacht. Ebenfalls mittelfristig sind weitere Konzepte in der Diskussion und in Arbeit, häufig in Zusammenarbeit mit dem Bund. Einerseits ein Pooling von Notstromdieseln als Alternative zu Gaskraftwerken. Swiss Power hat ein Konzept zur Nutzung von Wärmekraftkopplungsanlagen für Winterstrom in Arbeit. Und wie eingangs erwähnt, gibt es den beschleunigten Bau alpiner Freiflächenanlagen für Photovoltaik, die von der UREG-S in die Wege geleitet wurde. Zusammenfassend, die Frage, die uns wahrscheinlich alle umtreibt, wird es diesen Winter kalt und dunkel? Die Antwort, wir wissen es natürlich nicht. Wir müssen sagen, die Situation ist volatil und der Handlungsspielraum ist beschränkt. Die verursachenden Faktoren, Gasmangel, Verfügbarkeit der Kernkraftwerke besteht nach wie vor. Von den französischen Kernkraftwerken hat man kürzlich eher positive Nachrichten vernommen. Ob die dann tatsächlich eintreten und die Kraftwerke im Winter da sind, das ist aber nicht garantiert. Ebenfalls zu beachten gilt es, dass kurzfristige Maßnahmen nur mit bereits bestehender Infrastruktur oder sehr kurzfristig zu beschaffender Infrastruktur umgesetzt werden können. Das heißt, es wird hauptsächlich die Nachfrageseite treffen. Mittelfristige Maßnahmen, die werden für diesen Winter zu spät kommen. Bei den nachfrageseitigen Maßnahmen besteht die Unsicherheit, dass viele davon freiwillig sind. Wir wissen nicht, ob die Bevölkerung mitziehen wird und tatsächlich Energie sparen wird. Die Hoffnung besteht natürlich, aber eine Garantie gibt es nicht. Und der letzte Punkt ist natürlich das Wetter. Ein kalter Winter wäre sehr viel schlechter als ein lauwarmer Winter, wie wir sie die letzten Jahre hatten. In Summe lässt sich sagen, es wird sicher alles dafür getan, dass es diesen Winter eben nicht kalt und dunkel wird. Sicher können wir aber nicht sein. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe, wenn es keine Verständnisfrage mehr gibt, gerne zurück an Noah. Herzlichen Dank, Thomas. Wir sehen gerade, es gibt keine Verständnisfragen, also werden wir in der Diskussionsrunde am Ende nochmals darauf zu sprechen kommen. Unsere nächste Referentin ist Frau Rita Kunert von der Enervis Energy Advisors GmbH in Berlin. Sie hat einen Hintergrund in Wirtschaftsingenieurswesen und ist bei der Enervis zuständig für die Modellierung des deutschen und europäischen Strommarkts, wie auch für die Analyse von Marktszenarien und die wirtschaftliche Bewertung von erneuerbaren Energien. Frau Kunert wird uns ein wenig über die Landesgrenzen hinaus transportieren und eine europaweite Gesamtsicht auf die rekordbrechenden Energiepreise vermitteln. Frau Kunert, herzlich willkommen. Sie dürfen gerne die Steuerung übernehmen. Das tue ich gerne. Genau. Nochmals vielen Dank für die Einladung und danke auch für die kurze Einführung. Einen Moment, wo ist der Anfang? Da kommt noch was. So. Genau. Also wie angekündigt, werde ich ein bisschen die europäische Perspektive versuchen aufzumachen. Entwicklungen und Tendenzen sind natürlich ähnlich wie die wir bereits jetzt schon andiskutiert haben für die Schweiz. Nichtsdestotrotz, genau, es ist, denke ich, nochmal ganz interessant,
da ein bisschen aus der höheren Flugebene auf die Großhandelspreise in ganz Europa zu gucken. Das werde ich tun. Ich werde auch noch mal durchgehen, wie angekündigt, was da die wesentlichen Treiber dahinter sind aus unserer Sicht, die das irgendwie fundamental erklären oder im Zweifelsfall eben doch nicht mehr vollständig tun. Und zuletzt noch kurz auf das eingehen, was unser bisheriges Verständnis dessen ist, was die EU-Kommission gerade vorschlägt, was auch natürlich auf nationaler Ebene schon vielerorts diskutiert wird, was an ja letztendlich Markteingriffen sich irgendwie abzeichnet, um die aktuelle Situation wieder in den Griff zu bekommen, insbesondere eben auch, was die Moderation irgendwie angeht von Stromkosten, von Energiekosten, die letztendlich an der Verbraucherseite aufschlagen. Bevor ich das tue, sage ich noch ein, zwei Worte zu Enervis selbst, da wir hier als Gast auftreten. Wir sind eine energiewirtschaftliche Unternehmensberatung, seit 2001 in Berlin sitzend und tätig, und das auch weiterhin. Wir kommen ganz klar aus einer sehr analytischen, modellgetriebenen Ecke und auch ursprünglich ziemlich stark aus dem deutschen Strommarkt und haben aber eben unser Beratungsportfolio, dementsprechend auch unser Kundenportfolio in den vergangenen über 20 Jahren dann doch stark ausgeweitet. Das heißt, mittlerweile haben wir Kunden und Themen und Projekte, die ganz Europa betreffen und auch nicht mehr nur direkt aus der Energiewirtschaft, aus den Energieversorgern kommen, sondern eben auch zunehmend von Akteuren, die erst seit relativ kurzer Zeit sich mit Energiemärkten beschäftigen. Das hält die Sache sozusagen spannend, weil ja dann die Fragestellungen des Hintergrundwissen immer noch mal ganz andere sind als bei der alteingesessenen Energiewirtschaft. Und zu guter Letzt, treffen wir damit dann auch eben nicht nur marktliche Themen und Fragestellungen, sondern auch immer wieder Punkte der politischen Debatte, zu der wir irgendwie Stellung nehmen oder auch Analyseprojekte, Studien durchführen. Wie gesagt, ursprünglich stark strommarktgetrieben, eben stark auch strommarktmodellbetrieben. Das heißt, das ist das fundamentale Strommarktmodell für alle europäischen Strommärkte, das wir betreiben und weiterentwickeln. Intern ist im Kern der Unternehmensgeschichte und auch weiterhin im Kern einer großen Anzahl von unseren Projekten, die wir aber eben sowohl modellseitig als auch, was die qualitativen, die strategischen Fragestellungen angeht, eben kontinuierlich weiterentwickeln. Wie Sie sehen, haben wir eigentlich zu mehr oder weniger allen Themen, allen Fragestellungen der Energiewirtschaft was zu sagen, haben da Kunden und haben dazu auch immer wieder Projekte, die sich ja dann auch gegenseitig informieren und irgendwie eine Rückkopplung haben. So viel dazu, dann komme ich zum eigentlichen Inhalt. Womit ich einsteige, ist erstmal eine aktuelle Momentaufnahme. Extra so genannt, weil, wie Sie ja wissen, wie wir auch jetzt schon gesehen haben, täglicher Basis ändern sich ja zumindest quantitativ die Marktergebnisse, die Tendenzen doch nochmal stark. Es gibt eben eine hohe Volatilität auch auf täglicher Basis. Aber was wir hier uns angucken, ist jetzt mal ein Stand aus letzter Woche, was, wie wir schon irgendwie jetzt rausgehört haben, auch schon wieder fast Schnee von gestern ist, wenn Sie so wollen. Nichtsdestotrotz, links gucken wir uns einmal an, eine räumliche Perspektiverweiterung, nämlich Strompreiserwartungen für das Lieferjahr 2023, Stand, vergangene Woche, vom 23.08. sind das Futures-Notierungen in den einzelnen europäischen Märkten. Und was Sie sehen, klar, dass das Niveau ungebrochen hoch gewesen zu diesem Zeitpunkt. Was Sie auch sehen, ist, dass es in allen europäischen Märkten, die wir da abgetragen haben, natürlich ein sehr hohes Strompreisniveau gab und gibt. Dass es aber eben auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten doch nochmal gibt. Also hervorsticht, denke ich, Frankreich. Die Gründe sind ja mittlerweile wohl bekannt. Hervorsticht auch die Schweiz. Das war ja schon sozusagen der Eingang dieser Diskussion. Auch in Deutschland sehen wir ein sehr hohes Preisniveau. Und das zieht sich so durch auch die südosteuropäischen Märkte.
Die Hintergründe, da gehe ich dann gleich kurz noch drauf ein. Aber es hat natürlich damit zu tun, wie jeweils die Zusammensetzung der Erzeugungsmärkte letztendlich ist. Und im gleichen Zusammenhang eben gibt es auch Märkte, wo das Preisniveau im Vergleich dann doch relativ moderat ist. Also zu nennen es irgendwie Polen, die eben wenig Gas und auch wenig Hydro tatsächlich in ihrer Stromerzeugung haben. Hier die Nordics, wo tatsächlich die Trockenheitssituation dieses Jahr deutlich weniger gravierend ist als in Südeuropa. Und vielleicht noch als Ausnahme hier Spanien, die zwar auch unter Trockenheit leiden, aber eben ja doch nochmal ein recht abgegrenzter Markt sind und vor allem eben schon frühzeitig ja auch einen Markteingriff sozusagen durchgeführt haben, in dem dort erst einmal ein erzeugungskostenseitiger Gaspreisdeckel gilt. Das schlägt sich dann auch hier in dieser Preiserwartung für das kommende Jahr nieder. Auf der anderen Seite sehen wir rechts nochmal kurz die zeitliche Entwicklung abgetragen. Also es geht um den gleichen Kontrakt, Baseload 2023. Jetzt mal beispielhaft für Deutschland und Frankreich, wie sich das im vergangenen Jahr die Notierungen dafür entwickelt haben. Und ich denke, überrascht ist mittlerweile keiner mehr hier, aber man sieht eben doch nochmal ganz gut, auf welchem Niveau wir vor einem Jahr mal angefangen haben, was damals ja aus heutiger Sicht moderat ist. Damals war das jetzt auch nicht unbedingt niedrig, also es waren 65 Euro die Megawattstunde. Wie dann eben schon im Zuge der Erholung aus der Covid-Pandemie und eben entsprechend auch vor allem einem da schon anziehenden Gaspreis auch die Strompreiserwartungen aus heutiger Sicht leicht und moderat sozusagen angestiegen sind. Und dann eben tatsächlich die deutliche Unruhe, die da irgendwie reinkommt, vor allem nach der russischen Invasion in der Ukraine und erstmal vor allem getrieben natürlich von den Unruhen, die das in den Gasmarkt bringt. Man sieht aber auch schon, dass schon Anfang des Jahres sich der französische Baseload-Preis nochmal abgehoben hat von dem deutschen. Und das ist natürlich eben darauf zurückzuführen, dass sich da ja schon die Probleme mit der Kernkraftwerksflotte dort abgezeichnet haben. Und seit diesem Frühling kannten die Preise eben, wie bekannt ist, nur noch eine Richtung, nämlich nach oben. Wesentlicher Treiber sicherlich der Gaspreis, da gucken wir auch gleich nochmal flankierend dann rauf. Was dann aber auch passiert ist, das ist jetzt hier diese Grafik Stand letzte Woche, dass die Strompreise da wirklich in den vorangehenden Tagen nochmal innerhalb von kürzester Zeit die Notierungen für 2023 gesprungen sind auf eben zeitweilig bis zu über 1.000 Euro im Falle von Frankreich. Das hat sich, das sagte ja auch der Kollege kurz, das hat sich jetzt in den letzten paar Tagen nochmal etwas beruhigt. Also die Preise sind hier wieder deutlich nach unten gegangen. Eben wieder ein Zeichen der hohen Volatilität, eben auch geschuldet der niedrigen Liquidität, die wir mittlerweile da sehen. Aber nichtsdestotrotz ist das Niveau natürlich eigentlich exorbitant. So, die Frage jetzt natürlich genau, wo kommt das her? Und was sind die wichtigsten Treiber? Ich denke, die wesentlichen fundamentalen Treiber sind mittlerweile hinreichend diskutiert und auch bekannt. Wir zeigen die jetzt noch mal kurz auch anhand von ein paar Daten. Und als erstes ist natürlich zu nennen die Entwicklung der Gaspreise. Inwiefern die aus Gasmarktsicht natürlich fundamental gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Aber aus Strommarktsicht ist das nun mal das, wo der Gaspreis in den Strommarkt hineinwirkt, eben in Form dessen, dass die Erdgaskosten letztendlich wesentlich die Erzeugungskosten des preissetzenden Kraftwerks im allgemeinen Strommarkt beeinflussen und auf diese Weise eben der Gaspreis direkt in den Strommarkt hineinwirkt. Und was Sie hier sehen, sind verschiedene Futures-Kontrakte, auch die Handelsnotierung dafür über die Zeit abgetragen. Gut, die Entwicklung jetzt vor ganz kurz werde ich nicht nochmal durchdeklinieren. Das ist sehr ähnlich zu dem, was ich gerade beim Strompreis schon sagte. Aber letztendlich sehen wir auch jetzt gerade der Januar 2023 Kontrakt hat sich eben in den vergangenen Tagen
auch nochmal deutlich stärker gesteigert als schon in der vorigen Phase, seit es sozusagen nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch permanente Drohungen und Querelen um Gaslieferungen, vor allem durch Nord Stream 1 gibt. Dann das Wochenende vor ein oder zwei Wochen, als nochmal ein Lieferstopp angekündigt wurde, da ging der Gaspreis dann nochmal um fast 100 Euro innerhalb von wenigen Tagen hoch. War zwischenzeitlich auch mal oberhalb von 300 Euro. Wie wir jetzt schon oft gehört haben, wäre natürlich vor nicht allzu langer Zeit komplett unvorstellbar gewesen. Ist aber tatsächlich passiert. Mittlerweile analog jetzt den Strommarkt-Futures, auch der Gaspreis für die kommenden Jahre, stand gestern wieder etwas nach unten gegangen, aber nichtsdestotrotz auf sehr hohem Niveau. Das ist natürlich der wichtigste Punkt letztendlich, um erstmal grundsätzlich zu erklären, woher die Strompreisniveaus, die wir gerade an europäischen Strommärkten sehen, denn kommen. Es ist allerdings nicht der einzige, auch das wissen wir mittlerweile. Hier erstmal nochmal qualitativ aufgetragen, was die weiteren Faktoren sind, die jetzt nicht sozusagen die Kosten des Grenzkraftwerks, also das ist ja nicht den Einheitspreis in der Merit Order, beeinflussen, sondern vielmehr die Kurve oder die Länge der Kurve, die Länge der Angebotskurve in der Merit Order, die Länge der Angebotskurve am Strommarkt. Und das sind im Wesentlichen eben der technische Instandhaltungszustand der alternden französischen Kernkraftwerke, davon vor allem betroffen Frankreich natürlich. Und dann die verschiedenartigen Auswirkungen, sage ich mal, der Dürre, die wir vor allem in Mittel- und Südeuropa sehen, die ja eben nicht nur Auswirkungen hat auf die Verfügbarkeit von Wasserkraftkapazitäten und die Erzeugung daraus, sondern die dann auch nochmal mittelbar sich negativ auswirkt auf andere konventionelle Technologien, eben wiederum Kernkraft in Form von irgendwie eingeschränkter Kühlwasserverfügbarkeit, aber in Deutschland zum Beispiel haben wir auch den Fall, dass einige Kohlekraftwerke nicht mehr wie geplant beliefert werden können mit Brennstoff, mit Kohle, die eben auf Flüssen, in dem Fall auch auf dem Rhein, transportiert wird, aufgrund eben niedriger Flussstände. Also das heißt, die Dürre wirkt auf verschiedene Weisen auch nochmal direkt auf die Angebotsseite des Strommarkts. Und wenn wir jetzt hier sehen, wo wir diese Faktoren mal hauptsächlich verortet haben, dann wird Ihnen auffallen, dass das im Wesentlichen auch die Regionen sind, wo wir auf der ersten Folie eben sahen, dass wir gerade ein besonderes hohes Strompreisniveau sehen, mit Ausnahme eben von Spanien, des dort gerade stattfindenden regulatorischen Eingriffs. Zur Illustration dessen vielleicht nochmal. Also qualitativ haben wir es jetzt schon öfters gehört, aber wie diese Verfügbarkeit jetzt einerseits mal von der französischen Kernkraftwerksflotte, andererseits von europäischen und südwesteuropäischen Hydrokapazitäten sich denn darstellt im Vergleich zum Vorjahr. Und da sehen wir eben also diese Zahl, die, wie man immer hört, die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke von weniger als mehr als 50% weniger als im Vorjahr. Sieht eben auch entsprechend drastisch aus. Das führt eben auch dazu, das klang ja auch schon im vorigen Referat kurz an, dass sich die Handelssituation irgendwie mit den umliegenden Märkten tatsächlich dieses Jahr auch verschiebt. Also traditionell ist Frankreich eigentlich Exporteur von Strom, vor allem in den Sommermonaten. Und dieses Jahr ist es eben tatsächlich genau umgekehrt. Also auch zum Beispiel aus Deutschland gehen da jetzt vermehrt Exporte in den französischen Markt, eben unter anderem genau aufgrund dieser Lage. Die Situation, was irgendwie jetzt mal die aggregierte Wasserkrafterzeugung angeht, ist nicht deutlich besser und eben auch wahrscheinlich nicht ganz 50%, 60%, aber doch deutlich niedriger als im Vorjahr. Und bei diesen beiden Dingen ist natürlich die Frage, zum Teil sind die sicherlich kurzfristig oder mittelfristig behebbar, adressierbar. Zum Teil kann man das aber eben jetzt auch tatsächlich noch nicht vorhersagen. Also inwiefern da jetzt
weitere Mängel auftreten bei den französischen Kernkraftwerken, wie viel Investition dann letztendlich erforderlich wäre und ob das getätigt wird einerseits, wie auch, ja, wie sich letztendlich die klimatische Situation entwickeln wird, sind Sachen, die man nicht mit Sicherheit vorhersagen kann, ob das jetzt eine Ausnahme ist oder ob das doch nicht sehr plausibel ist, dass das Letzteres zum Beispiel im Zuge des Klimawandels jetzt eher die Regel als die Ausnahme ist, kann man nicht mit Sicherheit vorhersagen. Und das sind natürlich große Unsicherheitsfaktoren, auch was eben die und weitere Zukunft angeht. Es gibt noch einen dritten Aspekt, also neben der sozusagen Länge der oder ja, Höhe der Angebotsseite, Länge der Angebotskurve und Kosten des Grenzkraftwerks, haben wir hier eine Beobachtung mitgebracht, die eben, sage ich mal, über den fundamental erklärbaren Bereich des aktuellen Strommarktniveaus, Strompreisniveaus hinausgeht. Und zwar sehen Sie nochmal jetzt für den deutschen Markt als Beispiel die Notierungen für das kommende Lieferjahr. Einmal der Basepreis, das ist die orange Linie, das heißt, das ist letztendlich das, was wir auf der ersten Folie gesehen haben. Das gleiche nochmal für das Peak-Produkt, das ist die rote Linie, wie sich die Notierungen für das Lieferjahr 2023 dann in den letzten 365 Tagen entwickelt haben. Eben dieser steigende Trend dann nochmal mit dem starken, sprunghaften Anstieg jetzt in den letzten zwei Wochen. Und demgegenüber sehen Sie mal die Erzeugungskosten für ein typisches Gaskraftwerk, also einmal eine CCGT, ein GOD, das ist die größer gestrichelte Linie, sage ich mal, und zum anderen auch für eine Gasturbine mit natürlich entsprechenden höheren Erzeugungskosten, basierend auf der CO2- und Gaspreiserwartung für den gleichen Lieferzeitraum, also auch für 2023. Und da ist es eben sehr auffällig, dass es irgendwie einen Zeitraum gibt, der, ja, ich würde mal sagen, in diesem Frühjahr irgendwann zu finden ist, wo tatsächlich selbst der Basepreis für das kommende Jahr anfängt, höher zu notieren als die erwarteten Erzeugungskosten von einer Gas-GUD-Anlage. Wenn man dann sozusagen diese Erzeugungskosten der Gasanlage, die ja eben eigentlich nicht Baseload läuft, mal mit dem Peakpreis, der ja eigentlich eher sozusagen dem Erzeugungsprofil entspricht, vergleicht, sieht man, dass eben dieser Spread, der da sich letztendlich auftut, in den vergangenen Monaten immer mehr gewachsen ist. Das heißt, das sind beides Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass das Preisniveau, das da an den Terminmärkten für Strom gesehen wird, eigentlich nicht mehr eins zu eins zu erklären ist oder nicht mehr rein zu erklären ist, sage ich mal, mit den erwarteten Erzeugungskosten des dann preissetzenden Kraftwerks, sondern dass da zunehmend auch andere Faktoren, man kann es mal subsumieren unter Risikoprämie, eine Rolle zu spielen scheinen. Zu der Grafik ist es auch so, ein paar Tage alt, das heißt, auch hier würden Sie sehen, die Kurven gehen jetzt eigentlich erstmal wieder runter. Es ändert sich aber nichts an dieser Beobachtung. Im Gegenteil, der Abstand, sozusagen der positive Abstand zwischen Base und Erzeugungskosten, dieses Beispiel Gaskraftwerks, ist tatsächlich in den letzten Tagen tendenziell noch größer geworden. So, jetzt haben wir irgendwie gesehen, es gibt hohe Strompreise und wir wissen auch zum Teil zumindest warum. Zum Teil können wir es nur mutmaßen. Das hat natürlich irgendwie viele Implikationen, jetzt auf hoher Flugebene gesprochen, eben zum einen auf der Erzeugerseite prinzipiell erstmal für alle, die nicht Gaskraftwerke sind, mindestens wahrscheinlich hohe Erlöse. Auf der anderen Seite eben für die Nachfrageseite mehr oder weniger mittelbar, je nach Kundenart und Beschaffer. Natürlich drohende bzw. eben bereits spürbar höhere Kosten. Und das ist ja dann auch der Punkt, an der mittlerweile die Politik auf den Plan gerufen wurde. Es gibt natürlich national schon länger Diskussionen, die sich zum Teil ähneln, zum Teil natürlich nochmal jeweils auch der nationalen Situation irgendwie angepasst sind. Und jetzt eben seit dieser Woche auch, sage ich mal, hinreichend konkrete Vorschläge von der EU-Kommission, die da jetzt mal das Zepter in die Hand genommen hat, um eben europaweite Lösungen zu entwickeln. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, im Laufe der Woche wurden
zwei sogenannte Non-Paper veröffentlicht von der Kommission, um die Diskussion da irgendwie anzustoßen. Wir haben eins nämlich mit Fokus auf den Strommarkt und eins mit Fokus auf den Gasmarkt. Das Letztere will ich jetzt mal außen vor lassen und nur kurz über den Strommarkt sprechen. Die drei wesentlichen Blöcke da sind einerseits, okay, Stromverbrauch reduzieren. Das ist irgendwie klar eine Maßnahme, die alle anstreben. Aber das Wesentliche, was uns jetzt hier kurz interessiert, ist eben diese Frage nach Erlösobergrenze. Also wie kann und soll man eigentlich in den Strommarkt eingreifen, um diese Zufallsgewinne, wie es jetzt immer genannt wird, der inframarginalen Kraftwerke, also der Kraftwerke, die günstiger erzeugen können als Gaskraftwerke, im Zweifelsfalle abzuschöpfen. Das ist das eine. Und das andere, eben das Geld dann nehmen und auf die eine oder andere Weise auf Verbraucher umverteilen, um eben diese drohende Preissteigerung, die sich da beim Verbraucher sozusagen niederschlägt, etwas abzuschwächen. Und der Vorschlag der EU-Kommission zu diesem jetzt mittleren Block da quasi, also was passiert eigentlich im Strommarkt, ist sehr ähnlich dem, der auch gerade in Deutschland diskutiert wird. Man kann fast sagen gleich. Und hier ist mal ein Schema, was das grob abträgt, was da passieren soll. Vieles weiß man sowieso noch nicht, also nicht mal sozusagen auf der Ebene hier dieser theoretischen Funktionsweise, geschweige denn irgendwie, was die Abwicklung, die Auswirkungen, die Ausgestaltung im Detail angeht. Aber zunächst einmal zu dem, was man weiß. Also was Sie sehen, ist eine, sage ich mal, typische Merit Order. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Schweiz, aber für Deutschland kann man sich das ungefähr so vorstellen. Zunächst einmal da rechts oben an der 1 ist sozusagen die normale Preisbildung. Also das teuerste Kraftwerk ist hier ein Erdgaskraftwerk, das bietet da seine Grenzkosten. An der Stelle, wo die Nachfragekurve schneidet, entsteht der Preis in Höhe der Grenzkosten dieses Kraftwerks. Und das ist dann eben per Definition der Einheitspreis. Das heißt, per se kriegen den erstmal alle anderen Erzeuger, die links davon geboten haben, die eben niedrigere Erzeugungskosten haben, und die kriegen den Stand jetzt eben diesen hohen Preis dann auch vergütet. Und jetzt setzt dieser Vorschlag, also dieses Konzept sowohl der EU-Kommission als auch eben das zumindest in Deutschland diskutiert wird, da an und sagt, okay, dieses, was jetzt eigentlich erstmal sehr hohe Margen für diese inframarginalen Erzeuger werden, das soll gedeckelt werden, aber nachdem sich der Preis am Strommarkt gebildet hat. Das heißt erstmal, es wird jetzt nicht Brennstoff subventioniert, es wird kein Gaspreisdeckel geben, sondern diese Gebote werden sozusagen wie bisher erstellt, abgegeben und auch der Markt geklärt. Aber danach greifen eben Preisdeckel für diese inframarginalen Erzeuger oder eigentlich richtiger Erlösdeckel. Da sind viele Dinge noch nicht klar, also vorstellbar ist, das ist noch nicht genau herausgearbeitet, gibt es einen einheitlichen Preisdeckel für alle Technologien. Das wäre da die eine Variante mit der gestrichelten blauen Linie. Die andere Variante wäre, es wird technologiespezifisch ein Preisdeckel festgelegt, das heißt, die sollen ja noch ihre Vollkosten verdienen, die sollen vielleicht auch eine Rendite verdienen. Aber da könnte man auch technologiespezifisch gucken, was ist ein angemessener Wert. Wie das genau dann ist, ist die große Frage. Und diese Mengen, die dann abgeschöpft werden, sei es jetzt beim einheitlichen, sei es jetzt bei technologiespezifischen Preisdeckel, die würden dann sicherlich national unterschiedlich hergenommen werden, um sie letztendlich umzuverteilen, um sie über irgendwelche Wege wieder den Verbrauchern zugutekommen zu lassen. Das heißt, was man darüber eigentlich gerade sagen kann und weiß, ist, dieses Konzept Merit Order bleibt erstmal bestehen. Alle Links davon können irgendwie damit rechnen, dass es ein Preisdeckel oder ein Erlösdeckel für das, was sie am Markt verdienen, gibt. Und sozusagen das Geld genommen wird und dann an anderer Stelle wieder rausgegeben wird. Aber schon sozusagen in diesem Schema sind, wie gesagt, viele Sachen unklar, die jetzt, denke ich mal, in den nächsten Wochen weiter spezifiziert, weiter diskutiert werden. Es gibt morgen, glaube ich, ein Treffen der Energieminister, wo auf Basis dieses Vorschlags diskutiert wird. Nächste Woche ist angekündigt, dass es da eine Konkretisierung gibt.
Aber erst einmal ist das sozusagen der europäische und auch der deutsche Aufschlag dazu, wie jetzt in diese Strompreisbildung, ohne dass in den eigentlichen Preisbildungsmechanismus eingegriffen wird, aber wie am Strommarkt letztendlich Übergewinne abgeschöpft werden können und so dann die Stromkosten beim Verbraucher irgendwie reduziert. Damit bin ich erstmal am Ende des Vortrags. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Genau, wir sehen, es gibt ein sehr hohes Preisniveau. Es gibt das auch noch in den nächsten, vor allem im nächsten Jahr im Terminmarkt für Strom, für Gas sowieso. Es gibt weitere Faktoren, die dazu führen, dass der Strompreis eben das Niveau hat, das wir gerade sehen, die jetzt irgendwie alle zusammentreffen. Insgesamt eben sehen wir eine abnehmende Liquidität an den Strommärkten. Wir sehen eine dementsprechend eine hohe Preisvolatilität und können hoffen, dass sich einige dieser dahinterliegenden Treiber eben perspektivisch entspannen. Wissen es aber nicht genau und letztendlich hängt auch sehr viel Gaspreisen in der geopolitischen Entwicklung der Gaskrise und oder eben Maßnahmen, die Politik ergreift, Energiepreise, Gaspreise entweder marktseitig oder eben verbraucherseitig zu reduzieren oder zu kontrollieren. Da ist jetzt sozusagen aktuellster Stand. Es gibt einen europäischen Vorschlag. Neben den Sachen, die ich auf der vorigen Folie angesprochen habe, die noch nicht klar sind hinsichtlich jetzt dieser Wirkung innerhalb der theoretischen Merit Order, ist aus unserer Sicht da auch noch vieles weiteres, was das Ding an Fragen aufwirft. Wirkt das nur am Spotmarkt? Was ist mit Terminmärkten? Wird das technologiespezifisch unterschieden? Wer wickelt das am Ende ab? Etc. pp. Also mehr Fragen als Antworten bisher, aber die Diskussion hat ja auch gerade erst angefangen. Insofern bleibt es vermutlich spannend und einige der Fragen werden wir wahrscheinlich jetzt auch im Nachgang noch kurz diskutieren. Damit würde ich erstmal enden und zurückgeben an Herrn Mitchell. Vielen herzlichen Dank, Frau Kunert. Wir haben jetzt nun ganz, ganz viele Fragen erhalten in der Zwischenzeit. Keine davon direkte Verständnisfragen, also werden wir in der Diskussionsrunde auf diese eingehen. Nun möchte ich gerne Markus Flatt auf die virtuelle Bühne bitten. Er ist geschäftsführender Partner bei EVU Partners und Co-Autor des kürzlich erschienenen praxisorientierten Handbuchs Energiewirtschaft Schweiz. Ich hoffe, man kann das sehen. Dieses soll Führungspersonen in der Energiebranche die relevanten ökonomischen, regulatorischen und juristischen Grundlagen vermitteln. Er wird nun auf die Konsequenzen der zuvor genannten Herausforderungen eingehen und wagt einen Ausblick in die nahe Zukunft. Markus, wenn ich bitten darf. Danke vielmals, Noah. Ja, geschätzte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich freue mich, hier noch einen kleinen Beitrag zur Abrundung beitragen zu können, bevor wir dann in eine sicherlich sehr spannende und intensive Diskussion einsteigen werden. Ich glaube, Frau Kunert hat das sehr schön ausgeführt, wie hier die europäischen Zusammenhänge sind und hat auch klar gemacht, dass es eben kein Schweizer Problem, kein Schweizer Thema für sich allein ist, sondern dass es eine europäische Energiekrise ist. Thomas Marte das auch, glaube ich, sehr schön hergeleitet, dass wir eben dieses Wort durchaus brauchen dürfen, ohne hier auf Panik zu machen oder das irgendwie politisch zu verwenden, sondern effektiv auch sachlich, dass es diese Situation ist. Ich würde mich in den nächsten so 15, knapp 15 Minuten, dass wir dann wirklich noch genügend Zeit haben, auch zu diskutieren, auf die Auswirkungen jetzt auf die Endkundentarife in der Schweiz konzentrieren. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in der Schweiz natürlich eben keine volle Marktöffnung, sondern eine Teilmarktöffnung haben mit der sogenannten regulierten Grundversorgung, in der ja die Kunden Anspruch haben auf jährliche Elektrizitätstarife, die angemessen sind und die sich eben auf den Kosten berechnen. Und ich komme nachher gleich darauf, was das konkret heißt und wie sich das jetzt hier mit diesen Marktsituationen auch in den Tarifen niederschlägt.
Jetzt vielleicht zu Beginn, vielleicht kennen Sie diesen Artikel noch oder kommt Ihnen noch bekannt vor aus der Handelszeitung. Das war im Juni, hat da die Handelszeitung eigentlich schon ein bisschen ein Ranking gemacht, die Gewinner und Verlierer. Und zwar ja, ist es relativ klar, wenn Sie in der Grundversorgung anbieten müssen, und das sind ja in der Schweiz alle Verteilnetzbetreiber, also alle Verteilnetzbetreiber sind per Gesetz die Grundversorger. Und wenn Sie jetzt als Verteilnetzbetreiber Grundversorger sind und eben Eigenproduktion haben, wie beispielsweise hier die größte Netzbetreiberin, Verteilnetzbetreiberin und große Produzentin, die BKW, dann sieht die Situation, wenn Sie kostenbasiert Ihre Preise für die Kunden in der Grundversorgung setzen müssen, natürlich anders aus, als wenn Sie eben vielleicht jetzt hier Stadtwerk Winterthur als Beispiel, ich komme dann gleich darauf zurück, hier war die Einschätzung Stadtwerk Winterthur, keine Eigenproduktion, rot. Und wir sehen jetzt gleich, wie es dann effektiv ausgesehen hat. Also diese Situation der Auswirkungen war aufgrund der Gesetzessystematik eigentlich ziemlich gut absehbar. Und wir sehen jetzt, das ist jetzt die Preissituation der gleichen Unternehmen, leicht ergänzt um einzelne, die uns noch interessiert haben, aus diesem Handelszeitungsartikel hier nochmals quasi für Sie zusammengestellt. Und Sie sehen jetzt eben, dass die Unterschiede relevant sind, rein von der Farbgebung her. Die Bundesabgaben zu unter sind für alle gleich, die 2,3 Rappen. Kleine Bemerkung am Rande, hier ist natürlich die Hydroreserve noch nicht berücksichtigt, die da jetzt kommen soll, die kostet oder wird 1,2 Rappen kosten, das ist seit gestern auch bekannt. Sie wird aber über die Systemdienstleistung von Swissgrid, also über die Netzentgelte, das heißt hier über das gelbe Preiselement verrechnet werden, und das erst ab 2024. Also das heißt, Swissgrid wird diese Kosten für die Hydroreserve, die wir sicher nachher auch noch inhaltlich diskutieren, erst einmal vorfinanzieren dürfen, was auch nicht eine unerhebliche Aufgabe ist, wenn es hier um läppische rund 750 Millionen für eine Saison geht. Wenn wir jetzt hier schauen, eben wie gesagt, die Abgaben sind bei allen gleich, dann kommt die spannende Komponente, die blaue, das ist die Energie. Und da sehen Sie jetzt eben, dass die Unterschiede da sind, aber sie sind jetzt in diesem Sample eigentlich gar nicht so extrem groß. Sie sehen jetzt hier die Produzenten, wie beispielsweise eine BKW, aber auch eine EWZ, die sind sehr attraktiv, vor allem wenn man sich das jetzt vergegenwärtigt. Das sind übrigens Rappen pro Kilowattstunde, ich sehe gerade die Achse ist gar nicht angeschrieben. Diese Rappen pro Kilowattstunde sind natürlich extrem attraktiv, wenn Sie das jetzt mit den internationalen oder europäischen Marktpreisen vergleichen. Also sowohl Spot- wie auch Terminpreise sind verglichen mit 7 oder 10 Rappen natürlich Wahnsinn. Und insofern, dass diese Kunden haben effektiv Glück, dass sie dort am Netz angeschlossen sind und bisher nicht in den Markt wechseln konnten, weil sie zu klein sind, sprich unter 100.000, oder weil sie nicht gewechselt haben, Stichwort Marktkunden, die da nicht bisher sich verlocken ließen. Und Sie sehen bei anderen Unternehmen, nehmen wir jetzt eben beispielsweise die Stadtwerk Winterthur, da sind wir bei rund 14 Rappen in der Energie, doch etwas teurer, aber der Effekt ist nicht so groß. Klar, wenn man Winterthur mit Zürich vergleicht, ist es doch fast der doppelte Preis, also es ist erheblich. Und ob ich 14 Rappen bezahle oder 7 Rappen, macht was aus, vor allem wenn ich das dann auf größere Energieverbraucher beziehe. Aber im Vergleich zu den Marktpreisen ist das alles irgendwo relativ günstig. Wieso ist jetzt Stadtwerk Winterthur nicht so teuer, wie man vielleicht erwarten musste? Es hängt insbesondere auch mit langfristigen Beschaffungsverträgen zusammen. Konkret hat Stadtwerk Winterthur, das ist öffentlich, das ist manchmal der Vorteil bei solchen Stadtwerken, die vieles publizieren müssen aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips. Stadtwerk Winterthur hat sich vor einigen Jahren bei einem großen Produzenten in der Schweiz eine gute, große Tranche an Produktion, Eigenproduktion eingedeckt über eine lange Zeit, einen Langfristvertrag, einen sogenannten, der kostenbasiert funktioniert. Und das hilft jetzt konkret natürlich zu einem sehr guten Preis entsprechend. Das hilft natürlich jetzt sehr bei dieser Berechnung von kostenbasierten Tarifen. Also Stichwort Produktion ist das eine, das hier stark einfließt. Und das zweite ist natürlich die Beschaffungsstrategie. Und Beschaffungsstrategie meine ich nicht nur, wann man genau beschafft am Markt,
sondern insbesondere über welchen Horizont man beschafft, also die Strukturierung der Beschaffung über die Zeit und insbesondere auch die Frage, ob es eben Langfristverträge gibt, die dann eben die Merit Order eigentlich nicht berücksichtigen, sondern dann effektiv sich eher an den Vollkosten der eigentlichen Erzeuger ausrichten und nicht an den kurz- oder mittelfristig sehr stark ausgeprägten Märkten. Also hier vielleicht das mal zur Einstimmung auf diese Preisdifferenzen. Jetzt die großen Ausreißer, die Sie aktuell in den Medien lesen. Sie haben bei Thomas Marti das schon fast berühmte Schweizer Beispiel von Oberlunghofen gesehen. Es gibt andere, heute ist gerade Laufenburg stark in der Presse, auch eine Aargauer Gemeinde mit sehr hohen Preisen, wo jetzt sogar parteipolitisch moniert wird und nachverhandelt werden soll und so weiter. Also da gehen ein bisschen die Wogen hoch und das ist verständlich, weil diese Kunden dieser Fälle natürlich eben gefangen sind. Sie können sich eben nicht gegen diese Grundversorgungstarife oder nur sehr bedingt gegen diese Grundversorgungstarife wehren. Wir schauen jetzt kurz mal auf die Tarifsituation in der ganzen Schweiz. Wir schauen dann relativ kurz aufgrund der Zeit, was sind die Regulierungseffekte, die damit zusammenhängen. Und dann möchte ich vor allem noch genügend Zeit haben dann für die Diskussion, nämlich was ist nun konkret zu tun. Auch hier, das haben Sie, glaube ich, alle gelesen, gehört, gesehen, im Club und so weiter. Überall schießen da die Decke von X-Vertretern, von Verbänden und Institutionen und natürlich auch der Politik fast durch die Decke. Also. Schauen wir uns die Marktpreise an. Sie sehen links die Karte der Totalpreise für 2022 und Sie sehen sie rechts jetzt für 2023. Ich glaube, wichtig ist, ich hoffe, Sie können das erkennen und falls nicht, schauen Sie sich gerne auch nochmal über die Elkom Strompreis-Webseite an, die sehr gut gemacht ist und die wirklich aufschlussreich ist. Schauen Sie sich insbesondere auch die Skalen an. Deshalb hier auch nochmal ein bisschen vergrößert. Ich hoffe, Sie sehen das. Ich gehe nochmal zurück. Genau hier auf den Strompreis total. Und Sie sehen hier natürlich sind die Maxima, die hier waren, bei den Strompreisen von 28 Rappen jetzt auf 70 bzw. 71 Rappen angestiegen. Also Sie sehen natürlich hier die Ausreißer und Sie sehen jetzt auch, dass die Verteilung schon beim Strompreis total eine ganz andere oder nicht doch ziemlich andere ist, als es im 2022 ist. Und wenn man es dann nochmals ein bisschen vergleicht und dann hier nochmal nur die Energie sich zu Gemüte führt, dann sehen Sie eben auch hier, wie sich die Skala verschoben hat. Die Elkom hat darauf verzichtet, die Farbgebung anzupassen, weil Rot ist nicht gleich Rot. Rot ist auf dieser Karte rechts 2023. Das sind jetzt so eher schlechte Preise, sage ich mal, 15, 16 und solche, also sagen wir so im Bereich von vielleicht 20 Rappen, das sind nicht gute Preise, aber die sind bereits hier rot eingefärbt, aber es sind dann wirklich auch sehr, sehr schlechte Preise aus Sicht der grundversorgten Kunden, eben von zum Beispiel über 50 Rappen, um hier die Extremfälle zu nehmen. Und diese Extremfälle gibt es und die Kunden, die da betroffen sind, die haben auch ein entsprechendes Problem. Natürlich sind die in der genau gleichen Situation, fast in der genau gleichen Situation wie ein Marktkunde, der sich jetzt für 2023 noch eindecken sollte. Sie sehen sehr schön hier diesen BKW-Effekt. BKW links als Produzent in den letzten Jahren immer einer der teuren Energieversorger und daher auch immer eine teure Grundversorgung. Und jetzt sind diese 10 Rappen plötzlich nicht mehr teuer, sondern sehr, sehr attraktiv. Und umgekehrt, der ganze Aargau beispielsweise eher gelb, eher im guten Bereich gewesen, schon leicht höhere Preise als in den Vorjahren, aber jetzt natürlich teilweise relativ rot. Auch in der Westschweiz sehen Sie die Veränderungen, im Wallis dafür, im Bündnerland relativ gute Situation. Aber auch dort, Sie sehen große Unterschiede. Beispielsweise im Bündnerland haben Sie mit Repower einen großen Produzenten, der jetzt sehr attraktive Preise seinen Kunden anbieten kann. Und Sie haben dann einzelne Betreiber hier im Bündnerland oder auch hier in der Innerschweiz, die dann aufgrund ihrer sehr sommerlastigen Eigenproduktion eigentlich gar nicht groß von ihren Gestehungskosten profitieren können, sondern genau diese teure Winterenergie, die sie einkaufen müssen und vor allem auch schlecht prognostizieren müssen, Stichwort Trockenheit, jetzt gerade diesen ihren Vorteil, ihren Marktvorteil eigentlich gar nicht richtig
den Kunden zur Geltung kommen kann. Also das ist so ein bisschen eine Übersicht über die Situation. Wir haben es hier nochmal aufgelöst für den Kanton Bern, einfach, dass man ein Gefühl für die Spreizung erhält. Die Spreizung ist jetzt noch zu hoch. Sie sehen, sie geht überall bis null runter. Das hängt schlichtweg damit zusammen, dass lange, dass noch einzelne Netzbetreiber auch im Kanton Bern ihre Tarife leider trotz Frist noch nicht vollständig publiziert haben. Aber schauen Sie auf den grünen Bubble, das ist die BKW, also das sind diese berühmten rund 10 Rappen Energiepreis bei der BKW, und schauen Sie dann insbesondere den Boxplot an, aber insbesondere auch die obersten Ausreißer, und da sehen Sie natürlich schon, dann sind wir dann in Bereichen, wo der Marktpreis nicht mehr weit ist. Und da stellen sich natürlich sofort Fragen, was haben diese Verteilnetzbetreiber, die Grundversorger sind, die die Grundversorgungspflicht haben für ihre Endkunden, was haben die gemacht, dass sie am Markt einkaufen, dass dieses Preisniveau sich umsetzt, durchschlägt, früher oder später, das ist, glaube ich, den meisten klar. Aber dass es so schnell, so kurzfristig jetzt zu den Tarifen kommt, kann eigentlich nur auf eine sehr kurzfristige Beschaffungsstrategie oder ein sehr schlechtes Timing hindeuten. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, ist das gut? Hat man das? Kann man das noch vertreten? Was sind die Folgen? Da wird es auch intensive politische und strategische Diskussionen bei diesen betroffenen Versorgern geben. Diese Grafik kennen Sie vielleicht schon von mir. Die ein oder andere haben die vielleicht schon mal gesehen. Ich habe die in den letzten 10 Jahren immer wieder aktualisiert. Wir hatten in der Schweiz diese Regulierung der Grundversorgung zu Gestehungskosten am Anfang als extreme Marktverhinderung wahrgenommen. Da waren die Preise aber verglichen mit heute nicht hoch am Markt und der Spread zu den Gestehungskosten relativ tief. Sie sehen, die Preise, man sieht die Unterschiede fast gar nicht mehr, anfangs diese Strommarkt-Teilmarktöffnung. Dann kam die Phase, wo die Gestehungskosten plötzlich, wo man froh war, durfte man Gestehungskosten verrechnen, weil die Marktpreise so tief waren. Und wir sind in dieser blauen Phase, die Sie hier sehen. Das sind mehrere Milliarden, die hier eigentlich zugunsten der Kraftwerksbetreiber in der Grundversorgung und zu Lasten der Grundversorgungskunden aufgelaufen sind. Also rein diese Differenz zwischen der gestrichelten Kurve, das sind die Spotpreise, das ist natürlich nicht genau vergleichbar, aber einfach so als Indiz im Vergleich zu den Grundversorgungstarifen, die durchgestrichene Linien darstellen. Der blaue ist der Median aller Netzbetreiber. Da sehen Sie, in dieser Zeit sind Milliarden aufgelaufen, eigentlich zugunsten der Kraftwerksbetreiber. Und jetzt hat die Situation völlig gedreht. Jetzt sind natürlich die Gestehungskosten eine riesige Versicherung eigentlich gegen allzu starke Marktpreiserhöhungen. Die Grafik gibt es schon fast gar nicht mehr her, diese Marktpreisniveaus jetzt hier darzustellen. Und Sie sehen, der Median, der steigt natürlich jetzt auf 12,6 Rappen. Das ist nicht ein einwohnergewichteter Median, das ist der Median aller Netzbetreiber. Das heißt, die BKW hat hier das gleiche Gewicht wie eine kleine Elektra. Also es ist eher der höher gerechnete Wert. Und Sie sehen, das ist gar nicht so extrem im Schnitt oder eben im Median, aber die Spreads sind stärker geworden. Und insbesondere natürlich gibt es jetzt eine sehr hohe Differenz zu den Marktpreisen. Wichtig zu verstehen, die Auswirkungen bei den einzelnen Versorgern sind eben höchst unterschiedlich. Und das führt natürlich zu sehr komischen Situationen, wenn Sie ein Bäcker sind mit 2 Standorten, ein Standort bei einem Produzent im Versorgungsgebiet, haben Sie 10, 11, 12 Rappen und beim zweiten Standort oder am besten noch Ihr Mitbewerber hat dann eben eine marktorientierte Elektra, die nicht so gut vorausschauend beschafft hat und hat jetzt 50 Rappen reinen Energiepreis. Das führt dann zu vielen Fragen und ist letztlich auch für die Kunden nicht verständlich. Was ist die Basis? Die Regulierung steht im Gesetz. Wichtig ist, der Gesetzgeber hat hier natürlich immer nur die Preisvorteile im Kopf gehabt. Jetzt sind es natürlich absolute Preisnachteile. Und es ist eben die Verpflichtung dieser Versorger zu Kosten, ihre Tarife zu rechnen und dann entsprechend diese Gestehungskosten auch weiterzugeben. Dieser Artikel 6 Absatz 5 bis, das ist diese sogenannte Grundversorgungspriorisierung, das war das Recht der Erzeuger, Kapazitäten bzw. ihre Kosten 100% in die Grundversorgung zu rechnen und nicht mehr nur anteilig. Von diesem Recht
wird natürlich in den aktuellen Preissituationen kaum mehr jemand Gebrauch machen, sondern jetzt geht es natürlich darum, dass man auch die Grundversorgung anteilig an den hohen Beschaffungskosten partizipieren lassen muss. Wichtig ist, glaube ich, in der Diskussion auch immer, es war schon in der Fragerunde, habe ich es gelesen, die Vollkosten, also von was sprechen wir überhaupt? Und man hat hier immer diese, ja, 5-6 Rappen Hydro Schweiz im Kopf. Das ist die große Laufwasserkraft, stark abgeschrieben. Und ja, das gibt es für 5-6 Rappen. Und auch PV ist richtig spannend, mit heute irgendwo 10 Rappen Gestehungskosten, je nach Anlagengröße sogar deutlich darunter. Aber selbstverständlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Es gibt viele Technologien, die deutlich teurere Kosten haben heute und die sie auch morgen. Sie sehen hier die erwarteten Kosten 2015. Die Bandbreiten sind relativ groß. Also man muss auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich warne ein bisschen davor, die Gestehungskosten quasi der Laufwasserkraft von 5 Rappen dann mit dem Marktpreisniveau von 60 Rappen einfach so schnell zu vergleichen und zu sagen, ja, da entstehen ja jetzt riesige Gewinne. Wir werden dann nachher auf dieses Thema im Sinne der Termingeschäfte auch noch eingehen. Jetzt die Regulierungsvorgaben sind relativ präzise. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Diejenigen von Ihnen, die sich damit auseinandersetzen, kennen es. Es gibt hier die Durchschnittspreismethode, die eben eine anteilige Aufteilung der verschiedenen Beschaffungsquellen vorgibt. Und deshalb profitiert der Kunde eben anteilig von der Eigenproduktion, aber er trägt eben auch anteilig die Beschaffung mit. Und ich glaube, ganz wichtig zum Verstehen ist, es natürlich ein völlig unterschiedliches Bild, ob Sie hier 50-50 haben, ob Sie hier 90-10 haben, ob Sie hier oben oder unten bei der Produktion Hydrolaufwasser, ob Sie hier Pumpspeicher, ob Sie hier Kernkraft oder ob Sie dann eben Solarproduktion haben. Das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die Priorisierung, das heißt, dass ich alle Produktionen in die Grundversorgung schiebe, ist natürlich bei diesen Marktpreisen völlig unattraktiv und wird wohl auch kaum mehr gemacht. Und die Praxis der Durchschnittspreismethode gehe ich heute nicht darauf ein. Wichtig ist, sie führt zu sehr großen Verzerrungen. Und bei diesen Marktpreisen, die wir haben, Sie sehen hier einige Praxisbeispiele, Praxisfälle im Kontext dieser Durchschnittspreismethode, sind natürlich extrem. Also ein Kunde, der eben große Beschaffungsmengen auslöst, der jetzt noch nicht beschafft hat, aber jetzt noch eingedeckt werden muss, führen allein aufgrund dieser Methodik dann wieder zu einem Preisanstieg bei den grundversorgten Kunden. Völlig unabhängig, wie diese Grundversorgungsmenge beispielsweise beschafft wurde. Also Sie sehen, auch diese Regulierungsmethodik ist sehr anfällig und nicht aufgelegt auf solch große Preisdifferenzen. Wir kommen zum Ende und zur Diskussion, nämlich welche Maßnahmen sind jetzt zur Abfederung der Strompreise in Diskussion. Und ich glaube, auch für die Diskussion nachher ist es wichtig, kurzfristige Maßnahmen, die umsetzbar sind, kurzfristig. Wir haben vorhin gehört, was die EU-Kommission plant, und dann mittelfristige Maßnahmen zu differenzieren und dann sowieso längerfristig im Sinne von Strommarkt, also von Zubau und Ausbau, Förderung Erneuerbare, dann davon zu trennen. Das eine kann nicht mit dem anderen gelöst werden. Was ist aktuell in Diskussion? Natürlich die Grundversorgung zu öffnen, also alle können wieder zurück. Ein sehr schwieriger Vorschlag, eine sehr große Eingriffswirkung, beziehungsweise einen großen Eingriff auslösen würde, aus unserer Sicht kaum umsetzbar, würde letztlich eine riesige Quersubventionierung zulasten aller grundversorgter Kunden führen. Und ich glaube, wichtig zu verstehen, diejenigen grundversorgten Kunden, die nicht bei einem großen Produzenten sind, sind nicht am Ende der Preissteigerung angekommen. Das, was wir heute sehen, ist erst der erste Teil der strukturierten Beschaffung. Die nächste Preissteigerung aufgrund der heutigen Marktpreise, die ist bereits in der Rechnung drin. Also die Versorger wissen heute bereits, dass 2024 die Tarife nochmals deutlich ansteigen werden. Also das ist immer, wenn man Grundversorgung und Markt vergleicht, ist immer im Hinterkopf zu behalten. Dann gibt es die Idee einer nationalen Grundversorgung. Also wir hören auf, dass jeder da selber grundversorgt. Das wäre natürlich in Bezug auf die Gleichbehandlung ein Vorteil. Es ist aber auch ein großer Eingriff. Die Wirkung wäre wahrscheinlich besser. Es ist eine Verteilung. Es löst aber das Grundproblem der höheren Preise an den europäischen Märkten letztlich nicht. Und natürlich auch die Umsetzbarkeit in der kurzen Zeit. Also das wäre eine mittelfristige Maßnahme, kurzfristig auf diesen Winter sicher nicht oder auf Januar nicht, aus meiner Sicht nicht realisierbar.
Dann gibt es die Mittel oder die Diskussion rund um den Härtefallfonds, also wirklich Härtefälle gezielt zu unterstützen. Das ist eine kurzfristige Maßnahme. Die Eingriffswirkung ist nicht so groß, aber die Eingriffsstärke ist nicht so groß, aber die Wirkung natürlich sollte möglichst gezielt sein, ist umsetzbar. Es ist ein Moral Hazard Problem, also im Sinne von jetzt werden diejenigen, die nicht vorgesorgt haben, insbesondere bei den Marktkunden noch unterstützt. Was ist dann mit den Grundversorgern, die nicht vorgesorgt haben? Werden die auch unterstützt? Also es löst viele Fragen auf. Das ist sehr ähnlich wie die Corona-Härtefallmaßnahmen und deren Diskussion. Und man muss schauen, wie man damit umgeht. Aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, wirklich kurzfristig Härtefälle abzuwenden. Wie genau? Wir haben es hier ein bisschen beschrieben. Es gibt Ideen, die zumindest ein bisschen die Anreizeffekte abtempieren könnten. Dann gibt es die Preisdeckel-Diskussion, die hat Frau Kunert eigentlich schon schön gezeigt, analog der EU. Letztlich ist es einfach darum, es geht darum, diese Windfall-Profits abzuschöpfen oder zu vermeiden. Es gäbe die Marktöffnung. Das ist natürlich in der aktuellen Preissituation höchst schwierig, überhaupt politisch fast, also gar nicht denkbar. Man müsste das quasi flankieren mit anderen Elementen oder dann letztlich einfach auf Maßnahmen verzichten. Das hat am wenigsten Wirkung und ist auch am einfachsten umsetzbar, aber hat natürlich zur Folge, dass viele Betroffene, einzelne Marktkunden, KMUs, aber auch Kunden von einzelnen Grundversorgern sehr unter dieser Situation leiden werden. Wenn die Grundversorgung bleibt, wir glauben, dann muss man sie umbauen. Das ist eine mittelfristige Empfehlung und hat nichts mit diesen Preisen von diesem Winter zu tun, aber die Verursachergerechtigkeit ist viel zu gering. Und wenn man den Markt öffnen will, ist es möglich, aber es ist faktisch politisch sehr, sehr schwierig. Wir sehen einfach in der Europäischen Union die Probleme mit offenen Märkten sind grundsätzlich genau die gleichen. Also es liegt nicht an der Grundversorgung, aber die Grundversorgung führt bei uns nochmal zu einer Ebene mehr, zu einer Verwerfung mehr. Und die wäre eigentlich wegzubringen, insbesondere wenn wir EU-rechtskompatibel bleiben wollen und letztlich irgendeinmal hoffentlich auch ein Stromabkommen haben, das dann auch unser Preisniveau letztlich beeinflusst. Ein großer politischer Wurf dazu wäre sicher notwendig. So viel von meiner Seite. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben, obwohl wir schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten sind, noch 10 Minuten, 15 Minuten Zeit übrig und bleiben bei der Diskussion noch ein bisschen dabei. Noah, ich bitte dich und die anderen Referentinnen und Referenten zurück auf die virtuelle Bühne. Vielen Dank für deine Inputs. Und für die sehr spannenden Folien, gerade hier diese letzte, brachte viele der Fragen auf den Punkt. Vielleicht wollen wir die Präsentation ausschalten oder sollen wir auf diese Folie zurückgehen? Was ist dir lieber? Nein, ich glaube, wir können, dann sieht man uns, sehen wir uns besser und ich glaube, wir können sonst so besser diskutieren, ja. Okay, sehr gut. Perfekt. Aus dem Chat sind ganz, ganz viele Fragen gekommen. Du bist bereits auf die Reregulierung, wie sie im Chat genannt wurde, eingegangen, beziehungsweise auf die Liberalisierung. Ich denke, du hast diese Frage somit zu einem gewissen Grad beantwortet. Eine andere, welche in dieselbe Richtung ging, war von Philipp Metter. Gibt es für Stromverbraucher der öffentlichen Hand, Gemeindeverwaltungen, Spitäler und so weiter, die in den Markt gewechselt haben, Spezialklauseln, bei deren Erfüllung sie wieder zurück in den regulierten Bereich wechseln können? Nein, das gibt es nicht. Das Motiv zurückzuwechseln ist bei allen Marktkunden, die jetzt keine Verträge haben, nachvollziehbar und da. Bei KMUs wie auch bei öffentlichen Institutionen, aber es gibt hier keine Ausnahmen und dieses Rückwechseln ist nicht vorgesehen. Es ist das Prinzip einmal frei, immer frei, das gilt. Und diese Versuche über Namenswechsel, Firmenwechsel, Eigentümerwechsel, einfach quasi zurück in die Grundversorgung zu kommen, die sind sehr heikel und auch juristisch natürlich stark umstritten. Aus unserer Sicht im Grundsatz nicht zulässig, auch wenn es im Einzelfall natürlich geprüft werden muss, weil es letztlich eine Rechtsumgehung darstellt, die so vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist. Vielen Dank. Was würdest du in dem Fall einem freien Großkunden raten, der ab Anfang 2023 noch keinen Energieliefervertrag besitzt?
Eine gute Frage, aber ich habe da zwei Energiewirtschafterinnen in der Runde. Ich frage mal die, was ist, ich weiß nicht, Frau Kunert, wie ist die Situation in Deutschland? Was machen die Marktkunden oder die jetzt noch keine Verträge abschließen? Gibt es, also meine spontane Antwort ist eigentlich, müssten wir jetzt einfach langfristig beschaffen. Die Frage ist, gibt es einen Anbieter für langfristige Verträge in dieser aktuellen Marktsituation? Ich habe hier ein bisschen das Gefühl, dass das eben sehr, sehr schwierig ist in der Umsetzung. Ich weiß nicht, Frau Kunert, haben Sie da eine konkrete jetzt kundenseitige Erfahrung? Nee, da kann ich eigentlich nicht so viel ergänzen. Also das sind ja genau die Probleme, die Sie gesagt haben. Gut stehen die da, die vorher langfristig sozusagen geplant haben und jetzt irgendwie unter den aktuellen Bedingungen da, einen Vertrag gut zu bewerten und auch überhaupt zu bekommen, ist auch bei uns und ich denke, ja, in allen Märkten tatsächlich ja, eine Herausforderung. Es gibt das aktuelle Problem natürlich eine gewisse Zurückhaltung, weil man schon nur die Ankündigung jetzt der EU-Kommission, auch der deutschen Regierung und die Diskussion in der Schweiz führt natürlich automatisch zu einer Zurückhaltung, jetzt auch solche eigene Lösungen zu suchen, weil ich wäre ja der Blödste, wenn ich jetzt noch einen Langfristvertrag abschließe zu hohen Konditionen, wenn mir dann irgendeine politische Institution oder der Staat dann plötzlich meinen Preis subventionieren würde, aber nur, wenn ich ihn am Spotmarkt kaufe. Oder? Und das ist so ein bisschen diese Problematik, die, glaube ich, Sie auch angesprochen haben. Das sehe ich noch überhaupt nicht, wie dieser Eingriff in den Spotmarkt da oder diese Preisdeckelfunktion dann sich mit solchen Verträgen und eben auch Terminprodukten, wie das zusammenspielen soll. Ja. Ja, also das ist auch das, worüber wir jetzt erstmal intern vor allem, also es ist ja jetzt tatsächlich erst ein paar Tage alt, dieser Vorschlag, intern diskutieren. Also interessanterweise einerseits, das hat man auf meinen Grafiken nicht gesehen, weil die nicht bis zu den letzten Tagen ja aktualisiert waren, aber eigentlich kann man schon sehen, sozusagen ab dem Moment, wo diese Ankündigung kam, hat sich ja das Preisniveau tatsächlich entspannt. Was eben eigentlich auch nicht 100% plausibel ist, weil, wie Sie sagen, also es gibt ja die Ankündigung wie sozusagen staatlicher Unterstützung, aber das ist ja eben ja gleichermaßen irgendwie ein regulatorisches Risiko. Und man weiß halt eben nicht genau, wie das im Detail ausgestaltet wird, wie sich das dann selbst im Spotmarkt tatsächlich auswirkt und erst recht nicht, wie das eben genau dann konkret irgendwie für Termingeschäfte umgesetzt wird. Und je nachdem, ob überhaupt das rechtzeitig adressiert wird, sage ich mal, es gibt ja durchaus auch das Risiko, dass da Maßnahmen irgendwie eingeführt werden, die gar nicht hinreichend durchdacht sind. Je nachdem, wie sich das dann im Detail sozusagen auswirkt, stehen eben Termingeschäfte oder eben bestimmte Erzeuger, Verbraucher in Termingeschäften potenziell viel schlechter da. Also dass das sozusagen unter aktuellen, jetzt gerade nach einer Ankündigung, aber eben noch einer nicht konkreten Klarheit über einen Markteingriff zu bewerten, ist denke ich, ja, sehr, sehr kompliziert. Und vielleicht, wenn ich die Frage von David wieder noch konkret beantworten kann, also was raten Sie einem freien Großkunden, oder der noch keinen Vertrag besitzt? Also sicher mal das Gespräch mit dem Lieferanten, ich habe auch mit dem Versorger, also ich habe das Gefühl, es wird noch zu wenig teilweise wirklich die konkrete Situation besprochen. Dann logisch Effizienz, 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 Eigenproduktion, wenn noch nicht vorhanden, und dann eben versuchen, langfristig abzusichern. Aber die Gretchenfrage, ob man sich jetzt, wenn man überhaupt kann, bei diesen hohen Preisen, jetzt einen Vertrag oder jetzt gerade ein bisschen gesunkenen Preisen jetzt abdrücken kann und soll, oder ob man es lieber noch ein bisschen zuwartet und hofft, dass da eine Lösung kommt, diese Frage kann man fast nicht beantworten, beziehungsweise ist eine extreme schwierige Frage und muss irgendwo jeder Unternehmer seinen Entscheid dort selber treffen. Aber faktisch lernen wir daraus, dass die Risikofähigkeit viel tiefer ist, als viele Unternehmen vielleicht bisher an diesem Punkt im Auge hatten. Ja. Vielen Dank für die Einschätzung. Es wurde mehrfach Preisdeckelungen genannt. Im Chat wurde gefragt, ob denn die Gaspreise aus Russland gedeckelt werden könnten und der Rest des Marktes in Ruhe gelassen werden könnten. Das richtet sich wahrscheinlich eher an Sie, Frau Kunert. Könnten Sie dazu was sagen? Und eine zusätzliche Frage war da, wer würde dann das Delta bezahlen? Würde das auf die Kunden übergewälzt werden?
Genau, also das sind ja letztendlich irgendwie die Knackpunkte. Also erstmal ist das ja eine naheliegende Überlegung, insbesondere jetzt auch, wenn man irgendwie an den, also die Gaskosten machen ja irgendwie einen erheblichen Teil auch dieser Verbraucherbelastung aus, aber letztendlich auch eben des Treibers der jetzt aktuell hohen Strompreise. Und natürlich ist es naheliegend, dann irgendwie zu sagen, okay, dann muss man an den Gaspreis ran. Das ist ja was in Spanien jetzt auch tatsächlich schon umgesetzt wurde, temporär. Und auch mit Genehmigung der EU-Kommission. Aber sozusagen jetzt erstmal eingeschränkt, also selbst in diesem Pilotbeispiel, sage ich mal, eingeschränkt wirksam. Und auch nur deshalb wirksam eigentlich, kann man so sagen, weil da eben bestimmte Faktoren zutreffen, die jetzt nicht unbedingt auf andere Länder übertragbar sind. Also Spanien zum einen ist relativ wenig vernetzt mit anderen europäischen Ländern, also im Wesentlichen mit Frankreich, und hat andererseits auch noch relativ viel eben nicht russische Gasimportkapazitäten. Und das heißt, in Summe hat diese Maßnahme schon dazu geführt, dass der Großhandelspreis erstmal gesunken ist, allerdings nicht so, wie man erwartet hätte. Und dadurch, dass eben diese Subvention, die ja dann letztendlich eben vom Staat abgewickelt wird, auch eben wieder reingeholt werden muss, steigen eben an anderer Stelle auch wieder Kosten. Und ein Faktor, der dann auch irgendwie genannt wird, ist, dass, und das im spanischen Beispiel geht das noch einigermaßen gut, dass diese Subvention, wenn sie natürlich nicht flächendeckend, sage ich mal, eingeführt ist, natürlich auch exportiert werden kann. Also im spanischen Beispiel jetzt begrenzt, weil eben eigentlich im Wesentlichen nur Frankreich da als Handelspartner ist, aber man sieht halt jetzt, dass die Handelsflüsse da eigentlich im Wesentlichen von Spanien nach Frankreich Base durchlaufen. Und Anteile davon sind natürlich dann eigentlich auch diese Gassubvention geschuldet, die am Ende an anderer Stelle der spanische Staat, spanische Verbraucher getragen. Genau, also das eine ist, denke ich, die große Herausforderung, wenn man an diesen Ansatz wählt, da einen europäisch integrierten Ansatz zu kriegen, damit sich diese Effekte eben nicht verteilen, sondern irgendwie sozusagen marktweit greifen. Und da wäre natürlich dann die nächste Frage eben, wenn das sozusagen eine Subvention ist, die tatsächlich einen Preisdeckel vorsieht, der refinanziert wird von den europäischen Staaten. Wie verteilt man das? Wer macht das und wer bezahlt das? Oder das ist ja eigentlich so ein bisschen mehr das, was nach meinem Verständnis, wenn ich jetzt nicht ganz tief in den Gasthemen drin stecke, aber was aus diesem jetzigen EU-Vorschlag heraus spricht, dass man eigentlich einen Importpreisdeckel gerne hätte, was natürlich sehr schön wäre, aber das ist ja dann tatsächlich schon eine geopolitische Frage, wie das passieren soll, wie das auch durchgesetzt werden soll. Genau, also insofern. Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Also jetzt aus Strommarktsicht wäre eigentlich das erstmal normativ Sinnvollste, natürlich irgendwie den Gaspreis zu deckeln, weil das ja eigentlich das ist, was weniger fundamental gerechtfertigt ist, als das, was dann sozusagen sich im Strommarkt daran anschließt. Das importiert ja quasi diese Turbulenz aus dem Gasmarkt. Aber die Praktikabilität sozusagen der Option, die man da hat, ist, glaube ich, wahrscheinlich noch mal mein Vielfaches komplexer als die Dinge, die jetzt hinsichtlich des Strommarkts irgendwie auf dem Tisch sind. Und da es ja eben auch um Zeit geht, ist wahrscheinlich erstmal dieser Ansatz jetzt irgendwie im Vordergrund. Markus ist auf mögliche Maßnahmen eingegangen. Thomas, du hast diejenigen Maßnahmen des Bundes erläutert. Möchtest du hierzu eine Einschätzung geben, eine persönliche? Findest du, diese gehen weit genug? Reichen die oder geht das gar nirgendwo hin? Ja gut, was man ja sieht, ist, dass man klein anfängt und dann immer größer wird. Also gerade die Hydroreserve, die es da gab, die war auch schon mal größer angedacht. Also die erste Zahl, die ich gesehen habe, die war noch über eine Terawattstunde. Mittlerweile sind es noch 500. Ich weiß nicht, ob da Machbarkeitsüberlegungen dahinter stecken oder nicht.
Ich denke, man tastet sich hier heran. Also es bringt ja auch nichts, Maßnahmen zu beschließen, die sich nachher nicht umsetzen lassen. Es wurde ja hier auch im Forum die Frage gestellt, ja, haben wir die 500 GWh überhaupt oder wurden die schon auf Termin verkauft? Das wissen wir letztlich nicht, was da passiert ist. Also physikalisch sind sie sicher. Könnten sie sicher noch da sein gegen Ende Winter? Ob sie schon vollständig verkauft sind, das wissen wir nicht. Meine, theoretisch könnte man die auch wieder zurückkaufen, aber da muss ich erstmal einen finden, der das macht. Sonst eben, ja, es gibt auch die Maßnahmen, die ganzen Sparappelle, da wird man sich dran rantasten. Es ist auch eine neue Situation, die wir hier haben. Man hat wenig Erfahrung, das ist ein Stück weit auch vergleichbar mit der Corona-Situation. Da ging man, man hat es zwar nie zugegeben, aber es ging auch ein bisschen nach Trial and Error, ging man da vor. Und mir erscheint es ein bisschen, dass es in die Richtung läuft. Was sicher gut eingerichtet ist, ist Austral. Die Organisation gibt schon lange, da sind die Kompetenzen klar und die Umsetzung könnte klappen in dem Fall. Ja, aber ich glaube eben, es ist wichtig, da die Maßnahmen auch zu unterscheiden, oder? Wir sprechen jetzt von den kurzfristigen Maßnahmen im Kontext der Versorgungssicherheit, also dass überhaupt Strom und auch Gas fließt diesen Winter. Das Knappheitsproblem, dass der Preis dort, dass den Preis nach oben treibt, das ist natürlich, das lösen wir damit nur sehr bedingt. Wir lösen es vielleicht über die Effizienz und auch über die Sparappelle. Also wir sind gespannt, inwiefern dann eben auch diese Einsparungen dazu führen, dass weniger Energie nachgefragt wird, auch in der kurzfristigen, und das dann eben auch den Preis wieder etwas drücken könnte. Aber das ist alles schwer absehbar. Ich glaube, die Maßnahmen in Bezug auf den Preis, die kurzfristig möglich sind, da sprechen wir, wie gesagt, aus meiner Sicht persönlich jetzt nicht von Härtefallregelungen. Da hat sich der Bund in der Schweiz bisher sehr, die Regierung sehr zurückgehalten und auch zurückhaltend gezeigt. Sie wollen es im Oktober wieder besprechen. Da bin ich gespannt, ob da wirklich in der Schweiz dann etwas umgesetzt wird oder eben nicht. Ich würde mich als Unternehmer heute nicht darauf verlassen wollen. Ja. Das ist sicher der Punkt. Und dann in der mittelfristigen Achse sind dann die Ideen sehr vielfältig. Ich habe versucht, sie ein bisschen aufzuzeigen. Wir haben noch ganz viele Fragen im Chat. Ich möchte gerne noch auf eine von Daniel Steger eingehen. Die europäische Politik ist motiviert, in die Preisbildung am Strommarkt einzugreifen. Was wären vernünftige marktnahe Alternativen zum aktuellen Merit-Order-System der Preisbildung? Vielleicht Frau Kunert, haben Sie eine Meinung dazu? Bin ich gespannt auf Ihre Antwort. Das ist ein bisschen die Gretchenfrage. Ist das Merit-Order-Modell ein Modell, das wir jetzt einfach ändern können? Oder ist es nicht, ich nehme es vorweg, meine persönliche Sicht, nicht eigentlich ein deskriptiver Ansatz einer ganz normalen Angebots- und Nachfragekurve, das Sie eben nicht einfach ändern können? Also ich denke auch, also ich kann das sozusagen auch nicht abschließend beantworten. Aber tatsächlich ist es ja so, also war das, was wir da sehen, das, was die Akteure da bieten und dann auch da erlösen, ist ja nicht bestimmend vorgegeben, sondern folgt ja irgendwie ökonomischen Prinzipien. Und um das jetzt sozusagen zu ändern per andere Marktdesign, müsste man ja eben sehr stark regulieren oder sehr stark andere Anreize setzen. Und da ist mir uns ja nicht klar, was da sozusagen der geeignetere Anreiz wäre oder Ansatz wäre, der nicht sozusagen, wie das ja immer bei regulatorischen Eingriffen irgendwie ist, Probleme produziert, die man sozusagen gar nicht gewollt hat. Also es gibt ja Vorschläge, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, in Griechenland zum Beispiel quasi den Markt aufzuteilen zwischen konventionellen und erneuerbaren Erzeugern. Und das ist was vielleicht in erster Näherung erstmal naheliegend ist, aber im Detail dann eben doch sehr viele Fragen aufwirft, weil am Ende sollte das Ziel ja eben schon sein, irgendwie kostenbasiert diese Einsatzentscheidung zu treffen. Und da ja, sehe ich wenig Alternativen zu diesem Modell. Die Frage ist eben, wie geht man mit den Ergebnissen um?
Und das ist ja das, was uns gerade umtreibt, was nicht gewollt ist. Und da finde ich es jetzt erstmal nicht verkehrt, weniger über Preisobergrenzen, das ist ja immer ein bisschen sehr schwammiger Begriff, aber eben tatsächlich über diese Erlösabschöpfung irgendwie zu sprechen. Weil an sich das Marktergebnis, das der hervorbringt, ist ja erstmal innerhalb dieser Logik sinnvoll. Das würde ich so dazu sagen. Gibt es noch andere Einschätzungen? Markus, du hast bereits deine Meinung gegeben. Thomas, siehst du das gleich? Ja, also ich habe da nicht mehr viel dazu zu sagen. Eben Married Order ist ja kein Modell, das sich irgendjemand erdacht hat und dass irgendwelche bösen Marktgläubigen jetzt durchsetzen, sondern das, wie es Markus gesagt haben, das ist der Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. Und wenn man es davon wegkommen will, dann muss man es übersteuern. Gut, ich schaue auf die Zeit. Ich denke, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Es gäbe zwar noch die eine oder andere Frage. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei allen Referierenden, wie auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die anregende Diskussion. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder teilnehmen. Bis dahin wünsche ich allen einen ganz schönen Nachmittag und bis bald. Ade miteinang. Danke vielmals. Vielen Dank, schönen Abend. Tag Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ade.